In letzter Zeit gab es schon ziemlich viele Fail-Aufnahmen, das muss man sagen. Nämlich jetzt sind es gleich zwei auf einmal. Ja, das ist der dritte Versuch, ein Video zustande zu kriegen. Und der Grund ist ganz simpel. Nämlich auch sonst hatte ich relativ viele Fail-Aufnahmen letzte Zeit. Ich habe mich schon gewundert. Bin ich zu dumm geworden, um einfach den Aufnahmeknopf zu drücken? Und die Antwort lautet nein. Ich habe immer den Aufnahmeknopf gedrückt. Nur der hat nicht immer aufgenommen. Und der Grund ist mein USB-Stick. Nämlich all meine Aufnahmen werden direkt auf dem USB-Stick gespeichert. Und der USB-Stick ist schon in etwas Jahre gekommen und halt Schrott. Hin und wieder bricht er die Verbindung ab. Und immer wenn die Verbindung zum USB-Stick abbricht, dann hat er die Aufnahme auch automatisch beendet an der Stelle. Und ja, das ist der Grund, warum er so oft in letzter Zeit nicht aufgenommen hat und ich wirklich so oft in letzter Zeit Aufnahmen neu starten musste. Am besten mit einem USB-Stick hoffe ich einfach mal, dass es gut funktionieren wird. Also. Das hier kenne ich alle schon. Ziel ist es hier, alle von diesen Fragezeichen-Münzen zu sammeln. Das war jetzt minder intelligent. Bin jetzt wieder in Full Life. Ja, komm raus. Und jetzt kriegen wir hier. Nochmal. Hier diesen Ringpunkt-Power-Up. Den kriegen wir nur, wenn wir zuvor alle diese Fragezeichen-Medaillen eingesammelt haben. Und jetzt seht ihr schon ganz hinten diesen Kollegen hier. Nochmal kurz zerstören. Und diesen Stern einsacken. Das ist natürlich der geheime Stern erstmal. Ja, jetzt bin ich mittlerweile auch schon ganz paranoid. Ich denke, ich hab gucken, ob die Aufnahme läuft. Und dann kommen wir zur eigentlichen Mission in diesem Level. Und zwar gibt es ein paar Gravitationsspielchen, was auch schon der Name von diesem Level suggeriert. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Aber nicht ganz einfach in dem Sinne, weil man erstmal überhaupt verstehen muss, was Sache ist. Die Spielmechanik ist etwas merkwürdig. Ich glaube, ich sterbe sogar. Weißt du, woran das Problem liegt? Wisst ihr, woran das Problem liegt? Warum ich jetzt gestorben bin? Und es ist ganz dämlich. Man muss nämlich erst hier wirbeln. Und dann hochspringen und dann seht ihr ja schon, ich habe einen viel stärkeren Vorwärtsboost. Wenn man das unten einsammelt, dann ist man auch unten und unten ist schlecht. Zusätzlich hatte ich noch das Pech gehabt, dass ich kein. Das war stylisch. Dass ich wirklich Momentum hatte. Ah, die Kamera. Ah! Hilfe. Warum ändert sich die Kamera so oft? Überhaupt nicht verwirrend.
Auch selbst wenn wir den Stern nicht mehr brauchen, sind da noch sehr viele Sternteile, die wir sammeln. Und der hungrige Luma füttert sich nicht von alleine. Zu diesem Disco-Planeten. Den Sinn von diesen drei Dingern habe ich noch nicht verstanden. Weil du kannst ja nicht sterben. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du hier von den Gegnern getroffen wirst. Ich glaube, diese Stelle dient einfach nur, um irgendeine coole Mechanik zu zeigen, anstatt wirklich sinnvoll zu sein. In diesem Falltaschenblock hier sind auch nur Coins, die uns nicht interessieren. Ja, und so viel zu sehr unwahrscheinlich, dass du mich davon treffen lässt. Ich voll Idiot. Aber. Ja. Da bin ich schon wieder full life. Dann nehmen wir die ganzen Sternenteile ein. Aber eins, was man nicht einsammeln kann, existiert hier noch. Das war dich hier. Wenn man zu weit von dem Pol abspringt, dann landet man wieder auf diesem Planeten hier. Das heißt, man fängt dann einfach nur, um Zeit zu sparen. Jetzt kann man die Gravitationsspielchen. Hier kann man in der Tat sterben, weil es nicht immer ganz ersichtlich ist, was man tun muss. Nämlich, hier ist Abgrundgefahr. Und man muss, kurz gesagt, da, wo hier die Ausrufezeichen sind, ach, komm schon. Da ist überall, da geht die Gravitation hin und da ist es safe. Da, wo die Ausrufezeichen sind. Kleiner Tipp: Sich nicht hier von den Dingern beirren lassen, einfach durchgehen. Oh, der Kamerawechsel war relativ mies. Hier kann man nämlich überall lang gehen, aber man muss da, wo dieser Ausrufezeichen aufleuchtet, da wirkt nur die Gravitation. Das ist, wenn ich jetzt diese Plattform verlasse, dann stürze ich einfach in den Tod. Sternteile. Ihr seht schon, da geht die Gravitation, da wo die Sternteile geflogen sind. Da wäre ich auch in den Tod gestürzt. In der Mitte ist man safe. Immer schön in die Mitte. Und damals. Also hier bin ich bei der ersten Aufnahme einige Male gestorben, weil manchmal weil ich halt nicht sofort verstanden habe, wie das hier mit der Kapitation funktioniert. Manchmal bin ich auf den Tod gestürzt, weil ich dachte, da wäre es safe. Oh nein, da wirkt keine Gravitation. Beziehungsweise Gravitation wirkt halt in den Tod rein. Haben wir noch ein wunderschönes neues Kapitel freigeschalten, gehören wir uns am Ende vom Part. Aber jetzt erstmal eine neue Galaxie. Die Eisvulkan-Galaxie. Schlüpfriger Eisberg. Was? Und hier haben wir einen Boss, der ja ein bisschen anders ist.
grundsätzlich erstmal, ich mag ja so Eis und Feuerkontrasten in der Regel, so Eis-Lava-Welten, außer wenn es jetzt erstmal hier nur um Eis geht. Wir müssen hier diesen Pinguin fangen. Wir können selber auch Eis skaten. Mit Schütteln wie der Wiimote haben wir einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Fast hätte ich ihn gehabt. Gefangen. Du hast es drauf, Opa, wenn wir es schaffen. Ne, wenn es jemand schafft, dann bist du es. Oder so ähnlich. Und jetzt kommt zum magischen Eisplaneten. Wir müssen jetzt hier den kompletten Eisberg erklimmen. Ich finde die Musik so schön, weil sie so entspannt ist. Aber auch auf so eine, auf halt auf Atmosphäre getrimmt. Man spürt hier einfach so die Leere von diesem Eisplaneten. Das ist schön. Ich soll gar nicht skaten. Ich muss aufpassen. Nämlich Wasser ist kalt. Man stirbt zwar nicht sofort, aber wirklich schnell. Das erste, was mir gerade aufgefallen ist, wo ich keine Ahnung habe, wo es mich hinbringt, ist das hier. Was haben wir denn hier? Ist jetzt hier ein Shortcut. Ein Shortcut, den ich verkackt habe. Zweiter Versuch. Haben wir die schon mal vernichten oder auch nicht. Perfekt. Das von ab gibt's nicht gratis dazu. Aber fangen wir einfach mal dem regulären Weg. Wir haben noch ein One-Up für uns. Jetzt zwar nicht an den Wänden Walljumps machen, aber an den Viechern definitiv. Wasser bitte schnell verlassen, es ist arschkalt. Mario friert sich hier sehr schnell in den Hintern ab. Jetzt sind wir schon an der obersten Etage angekommen. Jetzt geht's hier gegen diesen sehr schönen Bossgegner, der jetzt nicht so der typische Boss ist, den man im Videospiel erwarten würde. Aber trotzdem cool. Mit Bewegung bleiben, dann sind die Chancen am niedrigsten, dass man von dem getroffen wird. Jetzt warten den Stampfer. Jetzt den einen Hit geben. So, Phase 2. 3 Hits hat er. Jetzt spiele ich nochmal. Jetzt schmeiße ich übrigens mehrere von diesen Eisklötzen hintereinander. Jetzt macht er wieder den Stampfer. Zweiter Hit. Jetzt hat er noch kleine Helfer. Der eine davon ist vernichtet.
sind ja nur noch einen kleinen Helfer. Hat mich mal erwischt, aber ich dafür auch ihn. Sehr, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Ich kenne die Level halt. Auch die Aufnahmen, die laufen alle. Sehr schön. Dann müsste hier eigentlich jetzt ein Risikokomet spawnen. In der Tat. Das ist von diesem Bossgegner mit dem Maulwurf. Jetzt den halt eben besiegen mit nur einem HP. Also, ich habe mich da bei der ersten Aufnahme ein bisschen, mich wieder ein bisschen rumgeraged. Man kennt das, wenn ich soft sterbe, dann schiebe ich die Schuld aufs Spiel. Aber nicht alles ist so sauber designt, wie es sollte. Aber vieles basiert auch einfach darauf, dass man getroffen wird aus dem Nichts und dass man direkt stirbt und das ist halt sehr frustrierend dann. Zum Beispiel hier. Einfach in eine Richtung rennen, dann kann er ihn nicht kriegen. Den Klops auf den Hintern geben. So. Jetzt kommen wir zur dritten Phase. Hier kann es jetzt sehr schnell passieren. Entweder sehr schnell der Sieg oder sehr schnelle Niederlage. Okay, den. So, jetzt machen wir nochmal einen Dash. Den ging nicht ganz leicht. Und da habe ich verkackt. Weil Walljumps nicht die beste Idee. Und da ist es passiert. Und das ist, so bin ich wirklich häufig gestorben. Und das ist halt die Sache, wo ich sage, der Boss ist schlecht gemacht. Diese eine Stelle. Das Ding ist, sobald er hochspringt, du bist tot. Du bist einfach tot. Du hast leider nicht die Zeit, die du brauchst, um das auszuweichen. Und das ist ein Kampf kaputt, beziehungsweise das ist halt so unfair. Weil man hat ja nur ein Leben. Das heißt, wenn diese Stelle passiert, dann bist du einfach gefickt. Okay, jetzt andersrum fliegen. Stirb. Zweiter Try. Gebe ich mich sehr zufrieden mit. Wir sind bei 19 Minuten, aber ich kann ja noch den Part etwas füllen mit dem Bilderbuch von Rosalina. Aber Galaxios irgendwo immer noch nicht komplett. Wir hatten schon den geheimen Stern, wir haben die drei Hauptsterne und jetzt den Kometen. Aber das war's noch nicht. So ist das sonst noch irgendwo Kometen. Nein. Die Mail öffnen wir im nächsten Part.
Irgendwie Finger brauche ich ja schon noch. Also muss ich mir einen aus der Nase ziehen. Dann lass uns beginnen. Kapitel 5, das Haus. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek, hier das Kinderzimmer, oder? Das Mädchen schien in Selbstgespräche vertieft zu sein. Wenn wir zu zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternstaub eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatten. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Luma das fertige Haus sah, meinte er zögernd, du, ist das nicht ein wenig zu groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sahen wunderbar aus, aber sie wirkten auch etwas verlassen. Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht, sagte das Mädchen mit leiser Stimme, die auch traurig klang. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternenschiff, seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. Kapitel 6 Freude. Es geschah eines Tages, als sie den aprikosenduftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten, kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem Stern lebte ein Bruder von Luma. Nanu, bist du auch das Sternkind? Fragte das Mädchen, hocherfreut über den plötzlichen Besuch. Aber Luma schien etwas besorgt. Was? Oh, da war es in Zug gescored, sorry. Ein herabgestiegene Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starren sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Luma das plötzlich aussprach, wiederholte der aprikosenfarbene Luma genau diesen Satz. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nun allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von diesem aprikosenfarbenen Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma. Rosafarbene, blaue, orangene, gelbe und auch grüne. Das ist meine Mama, das ist meine Mama, das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was mache ich bloß mit so vielen Kindern? Die Luma betrachteten verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, ich will jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma einen Namen zu geben, ist es Zeit, das neue Haus umzuziehen, dachte das Mädchen. Das reicht heute. Nein, ich bringe jetzt keinen nochmal das reicht heute Joke, um den Part zu beenden, sondern erinnere nochmal an den Cliffhanger mit dem Brief, dass er bitte einschalten sollte, wenn ihr wisst, was in einem hochwichtigen Brief drinsteht, Kapi. Okay, ciao Leute. Wie schmeckt ihr?